Wir sind der Timon und der Janik Fröhlich vom Radsport Altdorf. Und wenn wir Weltmeister werden, wird unser Name zum Programm. Wenn wir Radball anfangen, würde ich sagen, am Anfang braucht es vor allem sehr viel Geduld. Es geht ziemlich lang, bis man Grundlagen hat, bis man ein Spiel machen kann, bis man stehen kann, bis man schiessen kann. Ja, es sieht vielleicht auf den ersten Blick ein wie eine Kunst aus, die Sportart, aber für uns selber ist es halt wirklich mehr ein Spiel. Es ist etwas, wo dich einfach, wenn du das kannst und das kannst vorzeigen und das kannst zelebrieren, dann begeistert das einfach alle und das ist echt das eine Coole an diesem Sport. Radball. Der Legende nach hat es der amerikanische Kunstradfahrer Nick Kaufmann erfunden. Wenn auch unfreiwillig. Als sich ihm ein kleiner Hund in den Weg stellt, buxiert er ihn mit dem Rad sanft zur Seite. Die Idee zum Radball ist geboren. Auch andere amerikanische Kunstradfahrende lassen sich vom Radball begeistern. Und bald kommt die neue Sportart auch nach Europa. Hier bilden die Berliner Gebrüder Paul und Otto Lüders das erste Radballduo. 1901 präsentieren sie den Sport der deutschen Öffentlichkeit. Als Goalie ist es wie jeder Sportart Ziel, eigentlich einfach keinen Ball ins Goal zu lassen. Also du musst erstens mit dem Körper reagieren und zweitens auch mit dem Velo reagieren. Das heisst, du musst in einem Sekundenbruchteil wirklich entscheiden, mit was probierst du jetzt den Ball abzuwehren. Ein Feldspieler ist einfach die ganze Zeit in Bewegung eigentlich. Der braucht sehr viel Geschwindigkeit, braucht aber auch eine sehr gute Spielübersicht eigentlich, um zu sehen, was der Gegner so macht und wo man am besten abdecken kann. Im Angriff ist einfach einer auf der rechten Seite und einer auf der linken Seite, aber der greift eigentlich beide gleichzeitig an. Beim Radball wird 2 gegen 2 gespielt. Eine Partie dauert 2x7 Minuten. Das Feld misst 14x11 Meter. Hände und Füße dürfen zum Spielen nicht verwendet werden. Außer im eigenen Torraum. Hier darf mit den Händen pariert werden. Wer absteht, muss hinter der eigenen Grundlinie neu Anlauf holen. Der Ball ist ziemlich schwer. Kopfbälle sind also schmerzhaft, im Grunde aber erlaubt. Als Brüderpaar ist es sicher nicht immer einfach. Wir wohnen beide nur daheim. Das Problem ist halt, wenn du vom Training heimgehst, dann sitzt du halt nachher zusammen am Küchentisch und diskutierst immer noch über jegliche Spielsituationen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich genau das, was es halt auch ein einfach macht. Dass man immer noch in Verbindung hat und eigentlich das Selbstverständnis hat, so auf dem Feld. Das Duo Fröhlich bestreitet seine erste Weltmeisterschaft und tritt in große Fußstapfen. Medaillen für die Schweiz gab es nämlich schon zuhauf. Die letzte goldene liegt allerdings schon eine Weile zurück. Also die WM hat allgemein im Radball eigentlich einen riesen Stellenwert. Das ist so das eine grosse Turnier. Und wenn es dann nur gerade so eine Mega-WM ist mit allen Radsportarten, dann ist es so eine sehr coole Sache. Also wirklich eine riesige Bedeutung. Am Freitag geht es für uns los mit dem ersten Gruppenspiel in Glasgow.